wieder euer Deadpool, die Nerf Rival Kronos. Piu, kennt ihr bereits? Habe ich euch schon im Video vorgestellt. Und es gibt exklusiv damals bei GameStop eine Kronos im coolen Deadpool Design. Das Ganze schaut dann so aus und das will ich euch heute mal vorstellen. Das Set besteht aus zwei Plastern. Set, zwei Plastern. Und gab es halt exklusiv nur bei GameStop. GameStop kennt ihr ja, Spiele, Konsolen und allerlei wird da verkauft. In den USA wird es aber leider nicht nach Deutschland verschickt. Hat nur 60 oder 70 Dollar gekostet, aber halt schwer ranzukommen. Auf Amazon.com wurden welche angeboten. Ich glaube ab 150 Euro aufwärts. Ja, will ja kein Mensch ausgeben. Meins ist aus Frankreich. Das sieht man nämlich daran, dass hier überall so französisch der Deadpool da seine Kommentare mit dabei auf den Karton. Dreckslampe, blendet wie Sau. Ich mach halt's mal so, drauf geschrieben hat. Also die Verpackung ist schon mal ziemlich cool. Von der Optik her, Rückseite, sieht auch ziemlich interessant aus. Ich seh so wenig durch das Kostüm. Aber hier mal zu zeigen. Finde ich schon ziemlich cool gemacht. Das ist halt so eine Sammeledition. Da schmeißt man ja noch nicht mal den Karton weg, sondern hebt ihn sich auf. So, zeige ich nochmal hier die Seite. Zack, die haben alle so Deadpool-Masken auf. Sammeledition, weil halt schwer zu bekommen. Da hebt man sich auch mal den Karton auf. Und da schauen wir jetzt mal rein. Ja, dann schauen wir mal in den Karton rein. Hier nochmal die Front zum Zeigen, falls man das eben nicht so gut gesehen hat. So, ich brauche jetzt ein bisschen. Tada! So. Ja, yeah, das ist doch mal cool, oder? Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Vielleicht kann ja einer Französisch und kann es übersetzen. Vielleicht heißt das, Deadpool, du siehst so super mega scharf aus und ein bisschen toller Typ. Kann ja sein. Hier seht ihr mal eine Zeichnung. Ja, ganz fett. Oh, Pizza. Pizza. Nee, Tacos und Pizza. Oh, geil. Was hat er denn da? Soda. Soda ist auch nicht verkehrt. Ja, coole Zeichnung halt. Innenseite vom Deckel. Ja, und hier sieht man jetzt die beiden Plaster. Das sind die Kronose halt im coolen Deadpool Design mit roten Bällen, 2x5 Stück. Und da haben wir noch ein Taco. Als erstes schauen wir uns mal den Taco an. Das ist nämlich die Gebrauchsanleitung. Ziemlich cool gemacht. Da haben wir dasselbe Bild nochmal wie da oben. Und dann kriegt man dann die verschiedenen Funktionen der Kronos erklärt. Und das Ganze drehen wir jetzt mal. Und hier ist dann die Anleitung, wie ihr den Plaster zu bedienen habt. Habe ich alles schon mal in meinem Video gezeigt über die Kronos. Könnt ihr euch am Ende vom Video nochmal anschauen. Da ist die Verlinkung zu dem Video. Ja, also coole Anleitung, muss ich sagen, in Form eines Tacos. Es gibt gelbe und blaue Bälle. Jetzt haben wir auch noch rote mit dabei. Rot für Deadpool. Und hier ist der Plaster im Zweierpack. Das sind ganz normale Kronusse. Halt anders bemalt. Ansonsten sind die identisch. Zeige ich euch mal. Rival. Now 4. Blam, blam. Sonst gibt es hier auf der Seite eigentlich keinen Aufdruck mehr. Drehen wir das Ganze mal rum. Jawohl. Hier ist so ein Deadpool-Gesicht. Und dann nochmal das Rival-Logo. Dann haben wir hier den anderen Plaster. Bad Guy. Smiley.
Ach, Bad Guys, das war ein S dahinter. Also Bad Guys. Und hier seht ihr das auch wieder, das Gesicht. So. Und die beiden tun sich dann halt wunderbar miteinander ergänzen. Passt doch wie die Faust aufs Auge. Coole Deadpool Böllermänner. Laden ist auch super simpel einfach. Einmal nach hinten, einmal die Klappe geöffnet. Dann holt ihr euch 5 kleine Baby Deadpools und die drückt ihr dann einfach mit ganz viel Liebe in den Plaster rein. So, zack. Dann gibt es noch einen kleinen Trick. Man kann sogar 6 Bälle reinmachen. Dafür müsst ihr hier hinten das kleine Ding einmal nach unten drücken. Dann könnt ihr den Schlitten wieder nach hinten ziehen. Und dann holt ihr Baby Deadpool Nummer 6. Den könnt ihr dann auch hier reinmachen. Jo, und dann könnt ihr die Bälle verschießen. Puh. Und weg ist er. Deadpool mag die bösen Jungs. Noch ein kleiner Schusstest. Puh. Puh. Oh, das war ein kleiner Deadpool-Rohrkrepierer. Drecks, Scheiß, China-Bälle halt. Das ist der letzte Kack. Kauft ihr euch nie. Das ist der nämlich, hier, guckt. Der Chines war zu dick. Der ist jetzt hier vorne im Lauf drin stecken geblieben. Also China-Bälle für Nerf Rivals, nix gut. Wem die normale Chronos halt zu langweilig ist, der greift zu den Deadpool-Chronussen. Sehen cool aus, schießen aber genauso weit, macht aber nichts. Eure Gegner werden erzittern, wenn ihr auf das Spielfeld mit den fetten Deadpool-Chronussen kommt. Wollte ich euch mal vorgestellt haben. Das war wieder der Test mit Schwan YouTube. Und dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal.